So, machen wir mal weiter. Da haben wir jetzt die Puppen alle beigelegt. Frage, ich weiß gar nicht, wir können ja mal probieren, die Jahreszeit zu ändern. Ne, es geht nicht. Image, I am of your unutterable glory, though I bear the scars of my sins. O Lord, who watches over children in the present life and in the world to come, because of their simplicity and innocence of mind, abundantly satisfying them with a place in heaven, bringing them to live in radiantly shining places where the spirits of the righteous dwell. Okay, jetzt läuten wir und die gehen dann alle. Aber das Kind da so tot liegen zu sehen, ist schon traurig, ne? Auch mit den vielen Puppen, die man dabei gelegt hat. Der Junge bringt jetzt den Sarg hin. War auf jeden Fall ziemlich kaputt das Ganze, ne? Krypta. Hier wird im Boden gelassen. Three of you. We are Trinity. For they are Legion. Weiß gar nicht, ob ich jetzt weitermachen soll. Also ich kann mich auf jeden Fall noch nicht weiter bewegen. Die können die Glocken noch ein bisschen läuten. Ich weiß doch gar nicht, ob das auch im speziellen Rhythmus sein muss, aber ich glaube, wir müssen einfach nur Geduld haben. Ich finde es komisch, dass wir uns nicht bewegen können. Wir müssen jetzt auch warten, dass die Glocken ausgehen. Also, wir können jetzt hier nichts mehr machen, außer noch weiter. Glocken weiter läuten, das ist hier irgendwie ein bisschen merkwürdig. Okay, rechte Maustaste könnte man damit aufhören. Jo.
Super, das hat ja prima geklappt. Jetzt sind wir wieder im Haus, okay. Sieht bis jetzt aber ziemlich friedlich aus. Hier können wir die Rolle nochmal draufpacken, ne? Die haben wir vorhin in der Küche eingesammelt. I still love you. Do you remember how we met? 6 years ago, at an exhibition of paintings depicting St. Francis. I was in mourning at the time. You noticed me. All you approached me, reality seeing I was upset is just about in black. The material world. You, a stranger, approached me in an art gallery and comforted me. Who would have done that? I started crying. You wiped my tears away with a white handkerchief. Oh. Why did you become a priest? Because of my love for God. Auch traurig, eine ganze Liebesbeziehung ist kaputt gegangen. Something I could not describe. I was in love for the first time. So. You told me that you lived your life in vain until the day you discovered God. Wounded as I was, I fell prey to love. But I never thought you would put your love. Könnt ihr mir vorstellen? I still love you. Vielleicht hier jetzt was einsetzen können? There's something strange about those eyes. I don't like them staring at that door. No, gibt's nichts zu machen, ne? Kerze können wir nicht anzünden. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig jetzt. Wir haben was eingesammelt. Muss zu, sozusagen zu so einem Art Altar wahrscheinlich. Ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt hier gelandet sind. Warte mal, hier ist ein Schmetterling, dem folgen wir mal. Ah. You dare speak of love? What about your love for me? You don't understand. This is about something greater than myself. Der Schmetterling zeigt uns auf jeden Fall die Geschichte. Ich kann mir vorstellen, sie ist hier mit dem Auto gefahren, oder? Nee. Leave me alone. Please. Du bist ein Schmetterling hinterher. Wollen ja nichts verpassen, ne? I said leave me alone. Stop. Where are you going? Da hinten ist doch das Auto, ne? Aber ist das zu dem Zeitpunkt schon defekt? Weil ich dachte, dass sie vielleicht irgendwie mit gegengefahren ist, oder? Ja, jetzt geht's in die Richtung. Alter, das war ziemlich schnell, der Schmetterling. Leave me alone. Übel, übel. Vielleicht hat er sogar seine Frau umgebracht und nicht die Kinder. Das wäre ja krass. Please, don't do it. Gott, so schnell können wir gar nicht laufen. Stop. Please. Entweder hat sie sich selber umgebracht, oder er hat es getan. Ah, da hinten ist dann auch die Krypta. Ich denke mal, da wird es auch hingehen. Ja. You still don't understand. We lost everything, Abraham. Ja, da hat sie sich umgebracht. I just can't handle this pain any longer. Suicide. Such an incorrigibly
selfish thing. Mann, ey. Ich würde sagen, wir gehen mal nach unten. Da müsste ja ihr Skelett auch liegen dann, oder? Ja, das ist auch ein komisches Ritual hier. Jetzt müssen wir sogar noch tauchen. This place stinks. Oh God, the dreadful stench of death. The devil is twisting the reality. Ach schon, das ist so eine Art Treppe oder so, aber das sieht auch so aus. Übel, ey. Blutige Fahrt Gottes. Komm ich denn irgendwie noch näher ran oder so? Oder kann ich hier das Feuer irgendwie ausmachen? Trotzdem nochmal. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Das muss aber irgendwie geradeaus gehen, ne? Noch lang kommen. Und hier kommen wir quasi, ne? Ja. Also das sieht auch so aus, als wenn das ein Treppenaufgang ist, ne? So, hier geht es auch gar nicht weiter, sondern es geht nur in die eine Richtung hier. Das waren diese hier. Hier sind quasi auch verschiedene Kreuze. Die an der Seite. Aber hier oben scheint ja auch irgendwie noch ein Weg zu sein. Faszinierend. Wie kommen wir da jetzt hin? So, weiter nach vorne geht's nicht. Das Gefühl, es gibt nur den einen Weg. Warte mal, hier ist ein Sarg, ne? Oh, da sind Kreuze. Da sind Kreuze. Da scheint auch noch ein Weg nach oben zu gehen.
quasi hier lang. Genau, dann müssten wir hier oben sein, ne? Aber da ist ein Balken vor. Wieder am Ausgang. Jetzt geht's. Ah, alles klar, wir haben's. Mann, das war aber eine Quälerei da. Okay, und die können wir jetzt hier einsetzen, ne? Dann spielen wir eine schöne Musik und dann ist alles wieder gut. Oh, das ist wieder eine Sprachnachricht von seiner Frau. I love you in my own way. Unfortunately, we will never be able to marry. As a priest, I'm forbidden to do that. I swore an oath. Even so, though I should not, I still... Okay, hier ist die Treppe, ne? Genau. Command the evil and impure spirits and demons to depart from the soul and body of your servant and not to remain nor hide in him. Nummer 1, genau. Wir sollen ja auch mehrere Herzen sammeln, ne? Genau. Frightful, invisible, infinite in power, and incomprehensible in divinity, the King of Glory and Lord Almighty, he shall rebuke the devil. Sehr schön. Von der Seite gucken. May the Lord rebuke thee. He who shall come again with glory upon the clouds of heaven with his holy angels to judge the living and the dead. So, das nächste Herz. Wir den Sarg wieder reinschieben. Den nur auf und zu machen. He who calls forth the water of the sea and pours it upon the face of all the earth, Lord of hosts is his name. Satan, the Lord rebukes thee. So, 4, genau, 3 fehlen noch. So, wir können jetzt hier noch einen Namen einsetzen. Gucken wir mal, ob hier noch was ist. Es ist da wahrscheinlich noch eine andere Krypta oder so geben, wo wir dann hin können. Oh God, what a deadly sin. Nevertheless, it is good that we do not live together anymore. But that is not enough. We shall never see each other again. We cannot be friends anymore. Stop.
waren ja mehr Halluzinationen, die der hatte, ne? Unter der Maske. You must not fear. By transcending reality, you understand that fear is for those who see only the material world. But you, you can see more. You can see my world. Okay, auch schön. Hier ist die Tür. Dann wissen wir gleich, wo es weitergeht. Ah, hier ist ein Fragezeichen. Nö, ist nur nichts Aktivierbares. Okay, gehen wir mal nach oben und dann schauen wir mal. Ja, sieht natürlich geil aus, ne? Wir brauchen aber noch mehrere Herzen. 3 Stück noch an der Zahl. Mir jetzt auch wieder 4 Kelche. The problem with you is that you don't have faith. For example, do you believe with your own heart that you can raise a temple sunken hundreds of years ago from the water? Okay, wenn ich den anklicke, ist der unsichtbar. Okay, jetzt sind sie wieder alle sichtbar. Die Frage, was soll uns das bringen, ne? Jetzt sind alle 3 unsichtbar. Den jetzt anklicken, dann ist der andere auch wieder sichtbar, ne? So. Das heißt, nimm den hier nochmal. Ne. Prinzip habe ich noch nicht so ganz verstanden, was das auch bewirken soll. So, wir schalten nochmal die Welt um. Ändert aber in der Welt auch nichts. So, okay. Also, der ist jetzt transparent. Jetzt ist der auch transparent. Der auch transparent. Jetzt kommt der aber wieder. Macht dieser Eulenvogel hier oben. Der sagt mir aber nichts, ne? Ne. So, jetzt ist hier, wir gucken uns mal die Bücher an. Panidia, die sehen doch alle gleich aus irgendwie. Sind 3 unsichtbar. Ist einer sichtbar. Sind 2 sichtbar. So, ist die Frage, was soll das jetzt bewirken, ne? Jetzt sind alle 3 da. Zwei, vier, fünf. Also die Kerzen sind auch alle gleich. Ich sehe ja keinen Unterschied. Okay, der Strom geht jetzt zu den beiden.
kann aber auch nicht durchlaufen, wenn er unsichtbar ist. Warte mal. Gibt's hier irgendwie einen Hinweis oder so? Nö. Jetzt sind alle vier unsichtbar. Ja. Aber was das bedeutet, weiß ich auch nicht. Achso, das ist denn hier wahrscheinlich... Das hat jetzt hier nichts damit zu tun, ne? Sondern die Brücke ist jetzt da. Ja, genau. Alle vier sind unsichtbar und deswegen geht jetzt hier die Brücke rüber. Das ist ja sehr geil gemacht. Muss mal drauf kommen. Wie die Reihenfolge war. Glück gehabt, würde ich sagen. Oh, hier scheint es auch nichts einzusammeln zu geben. Nö. Hier führt auch keine Brücke rüber, ne? Was ist das hier? Scheint irgendwas zu fehlen, okay. Da geht's auch nicht rüber. Ist noch gerade Außenweg, genau. Und zwar der hier. Genau, da gehen wir mal lang. Oh, sieht aber geil aus. Das hat so ein bisschen was Ägyptisches jetzt, finde ich. Ja, ist auch ägyptisch angehaucht. Warum ich jetzt auf einmal auch einen ägyptischen Tempel habe, wenn ich doch eigentlich an einem anderen Gott glaube. Oh, die Tür geht auf. And now here is my secret. A very simple secret. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Okay. Das eingesammelt, das ist gut. Das müssen wir wahrscheinlich dann vermutlich mal auf den Altar legen. Und mit dem Altar können wir dann die anderen Wege freischalten. Ob das hier auch geht. Ah, jetzt fährt die Kirche halt hoch, ja. Ich kann aber auch nichts anderes einsammeln. Also das war's jetzt hier quasi. Ah, dafür ist da hinten jetzt der Weg frei. Oder komme ich von da? Muss ich jetzt mal rauskriegen. Genau, dann müssen wir uns hier nochmal das Buch holen. Und wenn wir das Buch haben, legen wir das da drauf und die Kirche fährt immer weiter hoch. Ich hoffe, dass wir hier noch nicht waren. Oder besser gesagt, von hier auch nicht kommen. So, hier müssen wir wieder umschalten. Ja, sehr schön. I have lived a great deal among grown-ups. I have seen them intimately, close at hand. And that hasn't much improved my opinion of them. Ich hoffe ja, dass wir bald durch sind. Also mit dem Rätsel hier. Weil dann können wir auch langsam mal losmachen.
So, jetzt müsste es ja noch weiter nach oben gehen, ne? Jetzt musst du hier noch was finden. Ich vermute mal, dass es wie bei den vier Erzengeln, dass wir da auch vier Bücher finden müssen jetzt hier. Okay. Ja, mal gucken. Wir wechseln mal die Zeit. Jetzt liegt denn hier Eis und Schnee?